Beim letzten Heimkampf der Saison konnten wir die Gäste aus Hemsbach deutlich mit 26:11 besiegen. Christoph Biro verlor mit 3:0, wobei er in der ersten und dritten Runde nicht punkten konnte. In der zweiten Runde führte er aber schon 3:0, als er zu ängstlich kurz vor Ende der Runde noch eine Dreierwertung abgab. Im Schwergewicht war Donat wieder fit und ließ seinem Gegner keine Chance. Nach guten Aktionen im Stand konnte er ihn im Anschluss an einen Einsteiger schultern. Bis 60 Kilo zeigte Benne Metzger erneut seine Klasse und gewann die erste Runde 6:0. Bevor er seinen Gegner in der zweiten ebenfalls schulterte. Im 96 Griechisch stellte sich Benny Chamek trotz des starken Gegners, den er zu erwarten hatte, nochmals zur Verfügung. Benny fand gegen seinen schwereren Gegner im Stand keine Mittel und konnte leider auch in der Bodenlage nicht punkten. Basti Dohm machte im 66 Griechisch trotz der hohen Niederlage einen ordentlichen Kampf. Leider ging er, nachdem er endlich gepunktet hatte, in der dritten Runde unglücklich auf Schulter. Bis 84 Freistil konnte Ries seinen Gegner schon in der zweiten Aktion im Kopfhüftschwung schultern. Bis 66 Freistil hatte Jens Lutz wenig Probleme mit seinem Gegner. Nur in der letzten Runde ließ er es etwas langsamer angehen. Am Ende reichte es aber trotzdem locker für die technische Überlegenheit. Nachdem Christian Essig in der ersten Runde 6:0 gewinnen konnte, machte er in der zweiten Runde einen kleinen Fehler und gab als Obermann einen Punkt zum 3:1 ab. Durch das 7:0 in der letzten Runde gewann er aber insgesamt trotzdem technisch überlegen. Robin, der im Vorkampf deutlich gewonnen hatte, legte wieder ähnlich los. Aber schon in der zweiten Runde lag er zurück, konnte aber kurz vor Ende der Runde nochmal punkten. In der dritten Runde machte er dann ungewöhnlich viele Leichtsinnsfehler und verlor diese deutlich. Durch eine konzentrierte Leistung konnte er aber dann die vierte Runde wieder klar gewinnen. Fabian, der diesmal auf 74 abgekocht hatte, machte einen guten Kampf. Mit klaren Aktionen konnte er am Mattenrand immer wieder punkten. Bei seiner 5:0-Führung in der letzten Runde ließ aber die Konzentration doch etwas nach und so konnte sein Gegner nochmal aufholen. Am Ende reichte es aber für einen klaren Sieg. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnten wir also den letzten Heimkampf klar gewinnen.